Und damit herzlich willkommen zurück. Zusammenhang 2033, genau. Das gute Cyberpunk 2033, wer kennt's nicht. Dafür brauche ich technische Fähigkeiten. Ui, bisschen Bauchi. Wo ist hier? Also ist ja nicht so, dass ich nicht technische Fähigkeiten kurz skillen könnte, ne? Ich habe noch zwei verfügbare Attributpunkte. Oh. Hey, nicht schlecht. Kannst du nicht rumschreien? Nicht so, als dass wir leise sein sollen. Moment. Ich habe eine Idee, wie ich sie ablenken kann. Dann lenk sie mal ab. Danach schleichen wir uns vorbei. Was hast du gerade gemacht? Okay, jetzt. Was hat sie getan? Nicht tot zu kriegen. Hat sie die hier ausgenockt mit Gas? Absolut Ehre, möchte ich anmerken. Den Weg zu nehmen war ja 10 von 10 smart, einfach nur feindlicher Bereich. Ach, Judah und Say, Bruder. Also den Dingens zu nutzen war ja ultra smart. Okay, da sitzt noch einer. Knick-knack. Dummer Spassi. So, wir wollen natürlich hier noch alles leer. Da liegt eine Nachricht. Sex und Chrome. Ja, halbe Buch, Bruder, und nur so ein Softporn-Scheiß. So, wir verlinken uns mal kurz. 55 BD. 1C. 55 BD 1C. Nee, passt nicht. Okay, also 55 BD 1C. Zack, easy game, Bruder. Ehre. Ich möchte ihn trotzdem noch benutzen und gucken, ob hier irgendwelche Nachrichten. Hier ist nur nett drauf, okay. Gut, das ist ärgerlich, aber nicht zu ändern. Was ist das hier? Ein Luftschacht? Ich hätte speichern sollen. Glaube ich. Vielleicht auch nicht. Oh, Junge! Damals bei Samurai haben wir da drin nach Background-Tänzerinnen gesucht. Sieht aus, als wart ihr nicht die Einzige mit so genialen Ideen. Das war eine unerschöpfliche Goldmine für Frauen. Okay. Keine Ahnung, was das ist, Bruder. Braindance Magazine. Jobangebote. Ah, okay. Spannend. Gut, speichern wir und gehen hier rein. Nachrichten. Frage zum Bestand. Wie viele Fässer haben wir gestern benutzt? Es fehlen 2. Ah, okay. Egal. Sieht aus, als hätten wir einen neuen Kunden. Wir müssen die Produktion um 15% erhöhen, aber das stellt doch alles nicht ganz fest. Danke für die Info. Achso, 7, nicht Fragezeichen. Netrunner gefunden. Wir bekommen den Netrunner in ein paar Tagen. Und bevor du fragst, er hat keine Ahnung, worum es geht. Er denkt, dass er Hardware testen soll. Tauschvorschlag. Meine Herren, ich muss ein paar Virtus loswerden, aber wir brauchen dringend neues Material. Geschlecht egal, gerne mehr Haut als Chrom. Natürlich nur ein Weg, alles auf Verhandlungsbasis. Sag mir Bescheid, ob wir uns da einigen können. Miss Shabu vielleicht? Miss Shabu, vielleicht sollten Sie erstmal gucken, an wen Sie sich wenden. Yotatoro Shabu? Kennen wir doch irgendwoher, ne?
So, dann haben wir noch heiße Schnecken für BD gesucht. Kunde mit BD. Was? Kunde will BD mit weißer Frau. Muss viel aushalten ohne Schmerzmittel. Erfahren, jung, umwerfend schön. Keine Terminierung vorerst. Kannst du dich darum kümmern? Wird immer noch jemand gesucht? Ich habe das perfekte Mädchen dafür gefunden. Viele Grüße, Nadja. Definitiv, schick meine Demo-Aufnahme. Okay, und? Netrunner, kein Happy End. Hey, wir möchten einen Streifen kaufen, dem ein Netrunner versucht, die Black Wall zu durchbrechen. Müssen wohl kaum darüber reden, wie das endet. Wir zahlen jeden Preis und stellen keine Fragen, aber erstens, der BD muss von härtester Qualität sein und zweitens, wir bekommen Fortzahlungen in Kostprobe. Wir haben bereits mit dem Casting angefangen. Der BD wird in ein paar Wochen für Sie bereitstehen. Okay, die sind tatsächlich... hier sind noch Dateien drauf. Professionell in Anführungszeichen unterwegs. Bestellungen? Erstens, Schauspieler werden bei lebendigem Leibe die Implantate entfernt, er wird an den Gelenken amputiert. Innere Organe werden rausgenommen, verblutet. Zweitens, Schauspielerin steht auf Bühne vor Zuschauern, Statisten, muss trotz mangelndem Talent singen. Die Menge pfeift, lacht, beleidigt sie, wirft Flaschen, am Ende reißt sie in Stücke. Drittens, Schauspieler wacht auf und seine Hand ist unter einem schweren Gegenstand gefangen. Er muss sich befreien, Kunde zahlt extra, wenn der Schauspieler sich die Hand abhackt. Viertens, Schauspieler entkommt aus der Gefangenschaft. Sie schafft es aus dem Gebäude raus und in ein Auto, bevor sie geschnappt wird. Anmerkung, das Mädchen ist clever, wir müssen sie echt davon überzeugen, dass sie eine Chance hat. Und fünftens, Schauspielerin will sich umbringen. Das benutzen wir. Wir lassen sie aus dem Fenster springen, spannen vorher unbemerkt ein Netz. Auch hier, sie muss denken, sie hätte eine Chance. So, und dann haben wir noch irgendwie dieser Monat Schauspielerstatus. Finnegan Mike verstarb. Lucy Creef verstorben. Ben Cardigan verstorben. Wendy Daha verstorben. Evelyn Parker. Keine weiteren Informationen. Aber erstmal Remote übernehmen, Bruder. Was hier los? Irgendwas Interessantes? Ich glaube, hier waren wir schon. 6. Ich sehe 3, Brudi. Ja, okay. Plötzlich nur noch 2. Hä? Verbundene Geräte 6. Ne, es sind nur 2, beziehungsweise 3. Aber okay. Okay, ich kann leider nicht reingucken in den Raum unten. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Warte mal, da war noch was. Ich hoffe, es ist fein für euch, dass ich das so ausgiebig hier mache. Das habe ich ja schon die ganze Zeit eigentlich gemacht. Hinter den Empathiegrenzen. Ja, Bruder, halbe Buch, Junge. So, hier waren wir aber quasi schon. Naja. Ich glaub schon. Servus. Die haben nichts gehört. Der Schrott kostet 8000. Mhm. Und weg. Wieder einen abgeschlachtet, okay. Okay, kann ich leider nicht Ablenkungsmanöver starten, schade. So, dauert eine Sekunde, dann sieht er nichts mehr.
Und weg mit dem. Ist halt ein bisschen mehr Punkte wegballern, als wenn ich einfach nur ihn umholster. Ne? So, wir sind jetzt langsam wieder überladen. Wir können mal kurz gucken, ob wir eine neue Schrotflinte haben, ne? Wir können die benutzen, aber die macht weniger Einzelschaden. Die macht deutlich weniger Einzelschaden. Das war es, glaube ich, schon wieder mit Schrotflinten, ne? Genau. So, dann haben wir noch eine Maschinenpistole. Die sind aber alle schlechter. Da achte ich ja eher auf die Dingenswerte. Und dann haben wir noch einen Arsch voll Nahkampfwaffen, aber die sind auch alle schlechter. Und ich habe schwarzes Einhorn immer noch nicht weggetan. Ich muss sagen, das finde ich auch ziemlich cool. Red Cocktail spielt auch mega nice. Also ist auch wirklich gutes Katana einfach. Achso, warte mal, ich kann ja nochmal gucken, ob ich Klamotten neu gefunden habe. Ja, tatsächlich schon. 22,8, okay. Ehre. Dann 69, beziehungsweise sogar 72. Da haben wir nichts Besseres. Okay, schade. 73,2. So, die ist schlechter. Und dann haben wir hier noch neue Schuhe mit 37,2. Und die können wir nicht benutzen. Okay, dann würde ich erstmal sagen, reicht das zum Umkleiden kurz. Kann ich hier irgendwas tun? Achso, ich kann das Ding erstmal hacken. Wieso kann ich eigentlich alles hacken? Okay, was auch immer hacken hieß. Überwachungssystem. Remote übernehmen. Junge. Ich habe das Remote-Ding da schon 5-mal ausgeschaltet. Warum ist das immer wieder an? Ausschalten. Okay, hier ist noch was anderes drauf. Hallo, Maus. Hallo. Ich habe keine Maus. Wir können raus hier. Schmutzspiel. Okay, ich kann mir leider nicht weiter umgucken. So. Das heißt, wir können hier weitermachen. Was kann ich denn hier mal hacken? Sie denn immer so? Knick, knick. Wieso war sie denn so schnell wieder aktiv? Oder der, besser gesagt. Der war ja keine Sekunde hier, Alter. Gut, wir gucken uns natürlich noch kurz um. Vielleicht hängt hier irgendwas Interessantes. Sicher ist sicher. Bruder, nicht nur halbe Buch, Alter. Das ist ja Dreiviertelbuch schon eher. Gut, hier geht's weiter runter. Hier liegt auch nichts. Okay, hier sind Knastzellen quasi. Die hier aus Stahl sind, nicht wie die Softcore-Plastikteile. Selbst wenn hier jemand freiwillig reinläuft, um ein Star zu werden, ist nicht gesagt, dass er je wieder rauskommt. Wer auch immer hier freiwillig rein sollte, intakt menschliches Blutopfer konnte nicht entkommen. Ja gut, das haben Handschellen so an sich. Also Handschellen kann man übrigens ultra leicht knacken, wenn es halt normale Handschellen sind. Da kannst du einfach
einen Kabelbinder zum Beispiel reinstecken und dann bist du wieder frei. Deshalb verwende ich die Polizei inzwischen Kabelbinder für anständige Festnahmen. So, wir speichern mal wieder und gehen hier weiter runter. Aber wir gucken uns natürlich erstmal noch gründlich um. Gewehre, Scharfschützengewehre und Pistolen. So. Das sieht hier nicht gut aus, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, hier geht's ab. Das scheint ein Wartungsraum zu sein. Mal sehen, was ich da finde. Ich würde sagen, den Raum kennen wir irgendwo hier. Ich kann mich aber auch täuschen. Muss nicht der Raum sein, glaube ich. Ich hätte hier gerne irgendwas gepinkt, muss ich sagen. So, Nachrichten. Neues Mädchen. Und ist das Mädchen, das Dr. Finger uns gibt, zu irgendwas zu gebrauchen? An der Kleinen schleppt ein schlechtes Karma. Mehr sage ich dazu nicht. Wir sollten sie so schnell es geht loswerden. BDs mit ihr zu drehen, können wir auch vergessen. Sobald jemand was von ihr mitkriegt, sind wir am Arsch. Von was für Karma redest du? Als nächstes erzählst du mir was du in der Kristallkugel gesehen hast. Wer bist du? Meine reinkarnierte Babuschka? Ich fasse es nicht, dass du dich wegen so einer Koma-Leiche in die... dass du dir wegen so einer Koma-Leiche in die Hose scheißt. Was hast du für Drogen geschluckt? Ach, antworte lieber nicht. Aber was immer es ist, hör besser auf, den Scheiß zu nehmen. Ehe ein Hirnschaden noch schlimmer wird. Weil das so oft... Was? Weil es ist so offensichtlich, dass die nicht aus der Jig-Jig ist. Eher aus dem Clouds oder vielleicht sogar dem Mox. Und damit das Haar ist. Ich fasse unsere Lieferungen nicht an, das weißt du genau. Aber da war so ein Konzert... Hab ihm etwas von unserem Stoff verkauft. Achso, so ein Konzerner. Hab ihm was von unserem Stoff verkauft. Hat ihn angeblich aggressiv gemacht. Hat irgendein Joy-Toy in die Fresse geschlagen. Er meinte, als es passiert ist, hat er den Schatten von Lizzie an der Wand gesehen. Dieses Mädchen, das die Mox gegründet hat. Und du weißt, was dann passiert ist. Eine Woche später war er tot. Sie haben ihn in irgendeiner Scheißgasse gefunden, an einem Gulli gefesselt und mit einem Strumpf erstickt. War kein Schum von mir, aber trotzdem, beschissener Abgang. Scheißegal, was für einen Abgang du machst, wenn du tot bist... was? Scheißegal, was du für einen Abgang machst, wenn du tot bist. Ob du mit einer Nagelfeile geköpft wirst oder die Milz mit Blei vollgepumpt bekommst. Macht kaum einen Unterschied. Wenn du nicht auf RPM bist, dann ficken die BDs deinen Kopf. Weil deine Fantasie langsam abgefahrener ist als das Zeug, das wir drehen. Ist dir völlig egal, wie man dich in Erinnerung behält? Was, wenn du auf dem Klo stirbst, hä? Geh zurück in deine Arbeit, du... Was? Geh zurück an die Arbeit, du dummer Spast. Du bist scheißegal. Es ist scheißegal, wer sich an dich erinnert. Du würdest kaum Speicher auf meinem Deck einnehmen. Du und dein Scheißkarma. Okay, Bruder. Why so aggressive? Ah, guck mal, hier unten haben wir wirklich neue. Schön, dann kann ich hier unten neue Sachen scannen. Gut, auf der Kamera sehe ich jetzt nichts. Bin ich ehrlich? Da sehe ich aber eine ganze Menge. Eins, zwei, dann sehe ich... Oh, oh. Toter Netrunner. Noch eine Leiche. Den habe ich gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Hallo? Habe ich gar nicht gesehen. Okay, das scheint ein echt großer Raum hier zu sein. Das sind alles keine Personen. Ah. Da sind auch noch zwei. Wo auch immer das ist. Da sind auch noch zwei. Schlafen aber scheinbar. Evelyn Parker, da ist sie. An einem Bett. In einem Studio scheinbar. Okay.
Okay, sie ist scheinbar alleine. Den Raum überblicke ich gerade nicht ganz. Und da sind wir wieder hier. Okay. Wir verlassen. Wir deaktivieren den Bums. Und sind raus. Und dann looten wir hier weiter. Ah, Arme. Okay, klar. Freddy, brauchst du noch was für deine Forza-Dame? Was ist das hier? Öffnen? Nö, ich möchte so nicht öffnen. Junge, sieht die nicht gut aus, Alter. Haben ihre Implantate rausgerissen. Und wo sie schon dabei waren, auch gleich noch ein paar Organe. Wie äußerst effizient. Scavs. Egal wie viele man zerquetscht, es kriechen immer irgendwo noch mehr von ihnen rum. Hattest wohl schon das Vergnügen mit welchen? Leider ja. Ja, so ein paar haben wir schon abgeschlachtet. Gut, wir verlinken uns erstmal. Und hiernach ist auch der Part gleich seine 55, 55, E9. Okay, ich könnte auch machen E9, 55, 55, E9. Das wäre E9, 55, 55, E9. So. Und dann möchte ich hier nochmal benutzen. Lokales Netzwerk, das Ding ist wieder angeschaltet, warum auch immer. Gut, die haben wir aber schon eigentlich alle entdeckt, sage ich jetzt mal. Oh, was ist das, ja? Menschliches Blut, Reinigungsmittel für Cyberware. Die entnommenen Teile wurden gereinigt und für die Weiterbereitung, Wiederverwendung vorbereitet. Ach, das sind die Implantate, die sie hier rausgeschnupft haben. Nice. Ja, man darf hier nichts verkommen lassen, ne? Gut, da kommen wir weiter. Wir kommen aber auch hier weiter. Ich denke, wir wollen aber an der anderen Tür, an der großen Tür weiter. Hier liegt noch die Wahrheit über Cyberpsychosen. Warum halbe Buch? Sehr schade. Hätte mich gern gelesen, aber nicht halbe Buch. Gut. Ich würde sagen, beim nächsten Mal machen wir hier weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis dahin. Tschüss.